Der Mars-Rover Perseverance hat einen Mini-Helikopter auf der Mars-Oberfläche abgesetzt. Und der soll nun in den nächsten Tagen zum allerersten Motorflug auf einem anderen Planeten als der Erde abheben. Ein Meilenstein in der Technikgeschichte der Menschheit. Der Helikopter heißt Ingenuity und ist sehr klein, aber hat mehr Rechenpower als alle Sonden und Rover zusammen, die die USA jemals in den vergangenen Jahrzehnten ins All geschickt haben. Er war bis vor wenigen Tagen in flach zusammengeklapptem Zustand an der Unterseite des Perseverance Rovers montiert. Ihn von dort zu lösen, aufzuklappen und auf den Marsboden zu stellen, dauerte allein ca. 10 Tage. Aber jetzt steht er tatsächlich fest auf dem Marsboden. Im Grunde genommen sollte Ingenuity das Abheben auf dem Mars leichter fallen als auf der Erde. Denn die Anziehungskraft des Mars beträgt nur 38% der Erdanziehung. Aber tatsächlich ist ein Heliflug auf dem Mars viel schwieriger als auf der Erde, weil die Marsatmosphäre derart dünn ist, dass die Rotorblätter erst bei sehr hohen Drehzahlen genügend Auftrieb für einen Flug erzeugen. Sie rotieren mit ca. 2400 Umdrehungen pro Sekunde und damit fast zehnfach schneller als die Rotorblätter eines Helikopters auf der Erde. Um überhaupt abheben zu können, musste Ingenuity sehr leicht gebaut werden. 1,8 Kilogramm darf das ganze Gerät nur wiegen, sonst geht es nicht rauf in den Marshimmel. Dieses Gewichtslimit einzuhalten, das war für die NASA-Ingenieurinnen und Ingenieure die größte technische Herausforderung beim Bau des Geräts. Einen geeigneten Flugplatz für Start und Landung fand man direkt in Nachbarschaft des Landeplatzes von Perseverance, dem Mars Rover. Das Terrain dort ist sehr, sehr flach und frei von größeren Steinen, die vor allem die Landung nach den Testflügen behindern könnten. Kleinere Steine liegen dort auch in der Marslandschaft und die sind für das Experiment Marsflug sogar erwünscht. Gehen wir zunächst mal die Schritte durch, die notwendig sind, um den Heli zum Fliegen und Landen zu bringen. Der Helikopter hing ja zunächst zusammengeklappt an der Unterseite des Rovers, unter einer Schutzabdeckung. Die hat bei der Landung des Rovers verhindert, dass Ingenuity durch aufgewirbelten Staub oder Steine beschädigt wurde. Diese Abdeckung wurde am 21. März gelöst und ist unter dem Rover auf den Marsboden gefallen. Nach dem Lösen der Abdeckung ist der Rover ein paar Meter weiter gefahren zum Flugplatz. Der Rover hat dieses Airfield bereits zentimetergenau auf Hindernisse untersucht. Die Zone, in der der Rover den Helikopter abstellen sollte, die ist ca. 3 auf 3 Meter groß und sie ist Teil der 10 auf 10 Meter größeren Start- und Landezone. Und die ist wiederum Teil der Flugzone, die sich bis in 90 Meter Entfernung erstreckt. In den vergangenen Tagen wurde der Heli also nun an der Unterseite des Rovers ausgeklappt und schließlich auf den Marsboden abgesetzt. Ein spannender Vorgang, denn Ingenuity war immerhin ein Jahr lang in eingeklappter Position montiert. Nach dem Ausklappen und Absetzen des Mini-Helikopters musste der Rover den Startplatz innerhalb von 25 Stunden verlassen, damit Ingenuity nicht zu lange im Schatten unter dem Rover steht und eine Chance erhält, seine Lithium-Ionen-Batterien in der Marssonne aufzuladen. Allerdings kommt auf dem Mars mit dem Sonnenlicht nur noch etwa halb so viel Energie pro Fläche an als auf der Erde. Für den Rover Perseverance ist das kein Problem, denn er bezieht seinen Strom aus einer Radionuklidbatterie, ist also atomgetrieben. Dann musste die Datenverbindung zwischen Helikopter und Rover und von dort weiter zur Erde hergestellt werden. Denn eine direkte Kommunikation von der Erde mit dem Helikopter auf dem Mars, die ist nicht möglich. Der Rover Perseverance ist der Vermittler, der die Funksignale des Helikopters zu einem Satelliten in der Marsumlaufbahn schickt und der erst funkt dann schließlich Richtung Erde. Nach dem Abstellen des Helis auf der Marsoberfläche musste vor allem eines funktionieren: die Heizung. Batterien und Helikopterelektronik müssen minus 15 Grad Celsius warm bleiben, trotz der minus 50 Grad kalten Marsnächte. Dafür sollen Heizelemente mit Marsluft gefüllte isolierende Kissen und wärmespeichernde Metallelemente sorgen. Für den Check dieses Energiemanagements hat sich die NASA ein paar Tage mehr Zeit genommen, als ursprünglich geplant war, weil es eben so wichtig ist. Vor dem Erstflug müssen nun noch die leicht wie Papier gearbeiteten, aber sehr, sehr steifen Rotorblätter Testläufe absolvieren, bei denen Ingenuity aber noch nicht abhebt. Die beiden Rotoren sind übereinander montiert, 1,20 Meter lang und rotieren gegenläufig. Ingenuity verfügt über mehr Rechenleistung als
alle Sonden und Rover zusammen, die die USA jemals zu anderen Himmelskörpern geschossen haben. In den Mars-Rovern selbst sind relativ alte und schwache Prozessoren verbaut, aber die sind dafür sehr robust und langlebig im Weltall. Da das Ingenuity-Experiment nur 30 Tage dauern soll, konnte man beim Bau des Helikopters zu Prozessoren greifen, die auch in Smartphones zum Einsatz kommen, aber dafür eben auch nur kurze Zeit im All durchhalten werden. Diese Rechenpower ist notwendig, damit sich der Helikopter im Flug im Gelände orientieren kann und auch zum Ausgangspunkt zurückfindet. Und das alles ohne jede Steuerung von der Erde aus. Denn jeder Funkbefehl von der Erde ist mehrere Minuten zum Mars unterwegs. Ingenuity muss sich also in jeder Phase seines Fluges selbst steuern. Dabei wird der Helikopter vom Rover gefilmt, der in sicherer Entfernung von 60 Metern auf einer als Aussichtspunkt günstigen Bodenerhebung geparkt wird. Die maximale Flughöhe wird 5 Meter betragen. Höher ist nicht zu empfehlen, denn sonst kann das mit Laser arbeitende Höhenmessgerät den Landeanflug nicht mehr ausreichend genau vermessen und einleiten. Sollte Ingenuity bei der Landung trotz aller Vorsicht nicht auf seinen 4 dünnen Beinen landen, sondern umkippen, würden die Rotorblätter dabei mit Sicherheit so stark beschädigt, dass es keinen Sinn machen würde, einen Versuch zu starten, den Helikopter mit Hilfe des Rovers wieder aufzurichten. Also, große Steine sind auf dem Marsflugplatz nicht wirklich erwünscht. Kleine aber schon. Die kleinen Steinbrocken, die wird Ingenuity als Landschaftsmarken, als Markierungen benutzen, um nach maximal 90 Sekunden Flug wieder zu seinem Startplatz zurückzufinden. Denn auf dem Mars gibt es kein GPS. Ingenuity hat keine wissenschaftlichen Instrumente an Bord. Seine Flüge sind als reine Technikdemonstration konzipiert. Verläuft diese Technikdemo erfolgreich, sollen künftige Mars-Roboter mit etwas größeren Fluggeräten ausgerüstet werden. Drohnen und Helikopter könnten als Scouts für die Rover steiles Gelände aus der Luft erkunden, in das die Rover nicht so ohne weiteres reinfahren können. Auch kleinere Lasten und Messgeräte könnten auf dem Mars-Luftweg in kurzer Zeit über Distanzen transportiert werden, für die ein Rover viel länger, Tage oder gar Wochen brauchen würde. Die NASA gibt Ingenuity bis Anfang Mai ca. 30 Tage Zeit und will in dieser Zeit bis zu 5 Testflüge durchführen. Länger kann die Kampagne nicht gehen, denn der Perseverance Rover wird für die Heliflüge als Kommunikationsbasis und als Videoreporter benötigt. Er kann aber nicht länger als 30 Tage in der Nähe des Helis bleiben. Er muss irgendwann weiterfahren und mit seiner eigenen Mission beginnen, der Untersuchung von Marsgestein. Eine Live-Übertragung des Fluges, die wird nicht möglich sein. Die NASA wird an Perseverance und Ingenuity das Startsignal für das Flugexperiment senden und dann abwarten müssen, was die beiden autonomen Roboter ganz alleine auf sich gestellt auf dem Mars zustande bringen.